Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen auf der Schatzinsel in Risen 2 Dark Waters. Und wir sind auf der Suche nach Stahlbadschatz. An unserer Seite ist natürlich unser wertvollster Schatz, die Patty. Und wir sind gerade dabei, hier in diesen Ruinen einen Schlüssel für die Truhe zu finden. Doch zuerst werden wir uns mal hier das Lager anschauen. Ich habe natürlich meinen Daumen wieder bereit für die Leertaste. Und eine kleine Truhe haben wir da, die machen wir auch auf. Die diesmal nicht so einfach geht, aber nicht so schwierig ist trotz allem. Eine Fluchpuppe, eine Fackel und ein Rum ist drinnen. Das freut unser Piratenherz. Und hier ist noch ein wunderschöner Poku-Pilz. Sehr, sehr fein. So, im Wasser soll irgendwo ein Schlüssel geleuchtet haben. Aha, was haben wir da? Noch eine Fluchpuppe, die nehmen wir auch gern mit. Schauen wir uns hier mal kurz um. La 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 la. Gut, da ist nix. Wie erstaunlich. Wie hat denn Patty gesehen, dass da irgendwo was leuchtet? Kann man hier hoch? Na. Ich wollte es nur mal probieren. Vielleicht wäre da drin auch noch ein Schatz gewesen. Platsch, 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 platsch. Was haben wir denn da? Ein schwarzer Oleander. Die Schatzkarten. Also eine, noch eine. Der Schlüssel. Ja, super. Eine Schatzkarte und noch eine Schatzkarte. Du liebe Zeit. Hui, ich glaube, das sind alles die, also alles Mitglieder von Stahlbads Bande oder was? Die hier ihr Leben gelassen haben. Na, ist ja aus Kaiser. Also das waren jetzt vier Schatzkarten. Die Schatzinsel. Da war es nicht. Legendäre Schätze? Auch nicht. Hä? Hallo? Achso, ich bin ein Depp. Wir müssen die jetzt zuerst lesen, ne? Waren die jetzt auch bei Blunder dabei? Ich glaube, ne? Müssen wir die zuerst lesen? Da 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 Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Plan. Na, bin ich doof? Ja, meistens. Jetzt bin ich echt verwirrt. Tagebuchseiten, Schwertgriff, Schwertrohling. Übersehen habe ich eigentlich nichts. Die müssten ja automatisch verzeichnet sein, questbedingt, oder? Oder ist da beim Gierigen was drin? Na. Müsste schon die Schatzinsel sein. Ah, da, bei Stahlbad muss ich reingehen. Alles klar. Mangrovendschungel. Karte zu Ramses Grab. Mal schauen. Seekarte. Freili, ne? Da ganz unten. Ja, was haben wir da? Wer bist du? Wallace. Der ist auch da unten? Stubbings. Stubbings? Sagt man das so? Echt jetzt? Die sind alle da unten? Und Sokbats Grab. Die scheinen alle da unten zu sein. Alle da? Okay. Dann lasse ich den einen mal drinnen. Und wir werden schauen, dass wir da irgendwie runterkommen tun. Hier ist ein Seeweg, ne? Da können wir uns da runter. Okay. Ach so, ich bin einfach nur doof. Das ist ja überhaupt... Das sind alle Schätze wahrscheinlich, ne? So wird es gedacht sein. Okay. Okay. Na gut. Ah, das wird die kleine Insel sein. Ich glaube, die haben wir sogar gesehen, als wir mit dem Schiff angekommen sind. Da drüben habe ich eine Mini-Insel gesehen. Ich glaube, das ist die. Werden wir dann schon drauf kommen. Auf jeden Fall stärken wir nochmal uns ein bisschen, indem wir schlafen tun. Schnach und weg. Weil es sich gerade anbietet, ne? Wenn hier schon mal so ein Bett steht, dann nutzt man das doch gleich. Und wir marschieren weiter. Wir müssen jetzt ja sowieso Richtung Süden, also vom Grab weg Richtung Süden. Ja, da werden wir die Schätze natürlich finden und bergen und reich sein. Jo. Tap, 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 tap. Platsch, 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 platsch.
So, da haben wir das Grab und Abwasch. Ob da wirklich einer vergraben ist? Hey, Petty, echt. Ich glaub nicht. Oder vielleicht doch? Ich glaub nicht. So, da haben wir einen Goldklee. So. Und wieder eine Abzweigung, ne? Dieser Monolith scheint der letzte Hinweis zu sein. Ja, ganz genau. Das heißt, wir tun natürlich wieder mal speichern, weil das war ja eigentlich gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Also hier drauf. Ja, bitteschön. Und, ich verdrücke mich schon wieder. So, Plunder. Und zwar die dritte Tagebuchseite. Am Monolithen nach Süden. Okay. Das heißt, Logbuch schauen. Falsche Seekarte. Süden, Norden, Süden, denke ich mal. Also darunter. Da sind dann die ganzen Schätze. Das heißt, wir gehen nach Norden. Wir schauen uns mal das hier an. Dann schauen wir uns hier um. Und dann gehen wir erst runter. Okay. Also. Hörst du mich, Gefahr? Ich lache dir ins Gesicht. Hahaha. Genau so machen wir das jetzt mal. Ich laufe hier irgendwo rum. Eine Riesenkrabbe. Zwei Riesenkrabben. Zack. 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 Gehst du. Jawohl. Bravo, Petty. Sauber. Gut gemacht. Ja, finde ich auch. Wir sind halt ein Dreamteam, wir zwei. So. Ja, wohin zuerst? Dahin, dorthin, überall hin. Den Boko-Pilz auf jeden Fall nehmen wir mit. Habe ich da was übersehen, außer diese schöne Blutwurzel? Schaut nicht so aus. Dann machen wir mal zuerst hier. Ich schaue ganz kurz. Ah ja, passt. Wir sind eh da oben. Das ist eh fein. Da vorne scheint es einen kleinen Strand zu geben. Noch ein Boko-Pilz. So, ab mit dir in den Proviantbeutel. Ich bin bei dir. Was? Wo? Alligator. Pfui. Zwei Alligatoren. Ich hau mal kurz ab. Ich mach mal einen kleinen Rückzügelein. Ja, es sind halt etwa schon drei. Ja, ja. Braver Papagei. Und außerdem, du Scheiß, wie du schnell passt. Alter. Geh verrecken. So. Die Betty, die Arme, kämpft noch. Boah, ich muss mich beeilen. Nicht, dass sie noch drauf geht. Passt. Viech ist hin. So, wir looten zuerst hier. Weil das müsste schon gehen, genau. Her mit den dritten Zähnen. Boah, die müsste man haben, oder? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn dir echt die Zähne ausfallen, wenn es soweit ist und du haust dir so ein Alligator-Gebiss rein. Wow. Da macht das Schnitzelessen gleich wieder Spaß, ne? Hey, kannst du das Messer sparen? Ah ja, schön. Kannst den Teller wahrscheinlich gleich mitessen. Obwohl das, glaube ich, im Verdauungstrakt nicht so gut ankommt. So. Lalala. Dann hier noch eine Blutwurzel. Und ein schöner Schatz. Also eine Truhe halt. Schatz war es keiner, es ist nur eine Truhe. Ja, die wieder etwas kompliziert ist, aber wir kriegen das schon hin, meine Lieben. So, aha. Das war natürlich wieder mal voll verkehrt. Das ist natürlich noch mehr verkehrt. Jetzt aber? Jetzt. Boah, fünf hintereinander. Also fünf solche Dingens. So, Säbel, Fackel, Grog und Gold. Drei Stück Gold. Ja, das hätte sie ersparen können. Naja. Was wollte ich sagen? So fünf Dinger hintereinander hatten wir, glaube ich, noch gar nicht, ne? Lalala. Dann gehen wir da zurück. Hier waren, glaube ich, die Krabben. Oder so, irgendwo in der Nähe. Der Monolith. Dann schauen wir darüber noch. Ein Spielstand wurde erstellt. Wie nett. Ein Alligator, der schon sein Maul aufreißt. Hui, hui, hui. Ja, Petty. So. Jawohl. Unser Freund, der Papagei. Au, au, au. So. Mistviecher. Yep. Alligator-Check? Okay. Schön. Schöne Errungenschaft. Ich glaube, wir haben jetzt 20 Alligatoren erledigt oder so, ne? Fisch. Schöne Erfolge gibt es hier, muss man echt sagen. So.
Lalala. Ansonsten. Ah, da drüben. Ist nicht Ruhe. Ich wollte schon sagen, da ist sonst nichts. Na, was ist denn da, Zocki? Schau mal. Eine Truhe. Ja, fein hast du das erraten. Fein. So, Grog. Trank des Diebes. Zweimal Schwertrohlinge und 9 Goldstücke. Super. Nehmen wir gerne mit. Gern, gern, gern. Gut, dann haben wir das Eck auch schon. Dann können wir jetzt schon runtergehen zu den 4 Schatztruhen, die sich allesamt am selben Ort befinden sollten. Ja. Da ist... Ui. Fast die Schädelblüte übersehen. Komm mit. Ab mit dir in den Kräuterbeutel. So. Lala. Und dann schauen wir weiter. Dab, dab, dab. Da muss dann auch Stahlbadstruhe auch sein. Weil die ist uns gerade nirgendwo untergekommen, ne? Ich meine, wir sind noch nicht... Ich meine, wir sind gerade jetzt eben erst nach Süden gelaufen. Und ich hoffe, wir finden, was wir suchen. Ja. Ich werde einmal speichern. Danke fürs Erinnern. So. So. Und so. Dann schauen wir mal darüber. Lalala. Da ist gar nichts. Ui, doch. Eine Markebeere. Ui, jam, jam. Lecker, lecker. Endlich. Jetzt haben wir es fast geschafft. Wir müssen nur noch das richtige Grab ausbuddeln und wir sind am Ziel. Irgendeine Idee? Keine Ahnung. Du bist doch der Rätselexperte. Sieh dir einfach mal die Gräber und den letzten Hinweis von meinem Vater. Jawohl, machen wir gleich. Aha, 3 Gräber. Wahrscheinlich, wenn wir das Falsche machen, ist wieder so ein Giftgas drin. Ah, nö, Ramsey, schau mal. Ramsey, Wallace, Stubbings und Scobart. Das heißt, sein Schatz ist ganz woanders eigentlich, ne? Da hinten vielleicht, bei der Palme. Das könnte ich mir vorstellen. Da war ja kleine Insel, ist da nicht sowas gestanden? Wir sollten mal lesen. Ich lese mal ganz kurz. Momentele, ich verdumme schon wieder. Entschuldigung, ich will die falsche Seite nehmen. Da. Also, Seite 4. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Danke. Vermerk, ich habe nur diese Seite behalten. Seite 1 habe ich Nesir gegeben, Seite 2 habe ich auf Farganar versteckt, Seite 3 ist in der ersten Tempelruine. Nur der Inhalt eines Grabes ist kostbar, die anderen sind tödlich. Ja. Entweder probieren geht über studieren. Oder alle Gräber sind für nichts und sein Grab ist in Wirklichkeit ganz woanders. Es ist sein Grab, sein Schatz halt, ne? Entschuldigung. Könnte nämlich echt sein, dass die T4 wirklich nur eine Täuschung sind. Oh Gott, komme ich darüber? Hier, glaube ich. Ah! Eine Pfuinus. Also das hätte hier schon stimmen können, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, nicht so wirklich. Na toll. Hm. Ja. Also. Aha. Okay, ich dachte zuerst, die Kreuze hätten eine andere Farbe. Aber das hier schaut aus, wie wenn eine Rumflasche dabei wäre, ne? Moment. Diese 3 Gräber haben jeweils etwas dabei. Der hat ein Pilz dabei, der hat einen Totenkopf dabei und der hat eine Flasche dabei. Was ist? Hier ist die einzige, wo nichts dabei ist. Und obendrein ist das Schild schief. Ich speichere jetzt nochmal. Ich würde jetzt aus dem Ausschlussprinzip jetzt mal schließen, dass hier dieses Grab, also Stubbings Bad, Stubbings Grab, so, das Richtige sein könnte. Probieren wir es doch mal, obwohl hier auch ein Skelett liegt, ne? Skelett, Totenkopf. Das sehe ich auch gerade erst, da ist ein Grippe. Oh nein, meine Theorie könnte falsch sein.
Oh oh. Dann könnte theoretisch das mit dem Schwammerl stimmen. Ich probiere jetzt trotzdem den aus. Ist wahrscheinlich verkehrt. Probieren wir es mal. Horuk. Wenn es der nicht ist, wir haben eh gespeichert, dann lade ich nochmal und dann werden wir den mit dem Schwammerl probieren. Der steht auf diese Rätsel. Der steht drauf. Das war schon beim Einserteil so. Dieser Stahlbart, echt. Oh, okay. Schwer. Ah, wir müssen alle, wir können alle ausgraben. Aha. Wir probieren wir doch mal, dann graben wir mal alle aus. Da passiert uns scheinbar noch nichts. Dann kriegen wir nämlich noch Ruhmpunkte. Also wir werden, ich werde dann die eine zuerst aufmachen. Ich grabe jetzt mal alle aus, werde es nochmal speichern, dass wir die Ruhmpunkte behalten können. Und dann probieren wir es halt mal, unser Glück, ne? Wallace Grab, jawohl. Dann haben wir da drüben noch eins. Wobei, ja, da könnte man jetzt sehr viele Theorien, also Varianten, ja, da uns sich ausdenken. Es könnte auch sein, dass das Grab mit dem Totenkopf das Richtige ist, weil wir wissen ja, die Schatzinsel, da hatte man den Schatz ja in der Totenkopfhöhle vermutet. Ne? Also das könnte ja auch stimmen. So, und der Schwammelheini hier. So. Oh, ruck. Oh, ruck. Ruck. So. Aber dass hier ein Pilz wächst, ist halt auch etwas außergewöhnlich, muss man sagen. Sockbartsgrab. Sockbart. Könnte es vielleicht ein Hinweis auf Stahlbart sein? Jo, wir haben jetzt alle vier. Also ich speichere mal. So. Ich habe die Vermutung, dass wir hier sterben werden. Wir fangen nach wie vor mit dem hier an, wie ich zuerst gemeint hatte. Und, jawohl. Selten dämlich. Boah, uns hat es da aber schön zermaudelt. Okay. Dann probieren wir den Schwammerlheini. Weil, wie gesagt, lädt er. Lädt er, genau. Lädt er. So, ja, tut er, macht er. Dann probieren wir den Schwammerlheini. Also das Schwammerlgrab. Diesen, wie ist er jetzt? Sockbart. Das könnte ja ein versteckter Hinweis auf Stahlbart sein. Also, hier, ne? Das war der dann. Und? Ja, richtig! Schau mal. Also, Quest erfolgreich. Die richtige Truhe. Gut, Familienerbstück. Unverkäuflich. Ein sehr altes Erbstück der Familie Stahlbart. Oha. Verlobungsring. Ach, hör auf. Ein kleiner Ring, in dem der Name Greg eingraviert ist. Greg? Verlobungsring? Oh. Aha. Dann ein Rubin, Saphir, 2000 Goldmünzen, eine Königsmaske. Das könnte vielleicht was sein für unseren Jafar. Goldpokal. Karte der Schatzinsel. Diese Karte zeigt die Schatzinsel. Super, ein bisschen spät, aber macht nichts. Piratenalmanach. Ah ja, ja, da ist ja dieser Schatz, ne? Also Ruhmbonus. Plus 10. Unverkäuflich. Hier sind die schlimmsten Schandtaten und Kaperfahrten des Piratentums verzeichnet. Aha. Schön, nehmen wir alles mit. Bum, 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 bum. So, wie machen wir das mit dem? Kann man das anziehen? Talent, Fähigkeit, Inventar. Entschuldigung. Nein, warte. Ausrüstung, jawohl. Piratenalmanach. Ich glaube nicht, dass das jetzt das... Ob man das tragen kann? Ich glaube nicht, oder? Dass man mehr Ruhmpunkte kriegen, ne? Oder ist es einfach generell, dass man das dann hat?
Wahrscheinlich, ne? Automatisch. Wäre cool. Na gut, und der Part ist wieder zu Ende. Bevor wir mit unserem Schatzilein, der lieben Patty, sprechen, wie gesagt, beenden wir den Part für heute und ja, schauen dann, wo es uns beim nächsten Mal hin verschlägt. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!